Oh, danke schön. Aber der doch nicht. Ja. Ja, wenn die einmal läuft. Oh, guten Tag, Leute. Wir haben samstags früh um, weiß ich nicht, 6:30. Ich hatte gerade Nachtschicht und es ist schon wieder so viel Scheiße passiert. Als ich gestern Abend zur Arbeit gefahren bin, habe ich meinen Seitendeckel verloren auf der Autobahn. Und direkt ist natürlich einer drüber gefahren, der ist natürlich jetzt Geschichte. So, und ich denke mal, als Strafe, meine Batterie war komplett leer. Und ja, ist natürlich nicht angesprungen. Jetzt habe ich fast eine Stunde gebraucht, die zum Laufen zu kriegen. Und dann kam Gott sei Dank ein Arbeitskollege, der endlich mal so ein Überbrückungskabel dabei hat. Oh, ich bin klatschnass geschwitzt. Ich habe zwar vorhin geduscht alles und jetzt ist alles wieder Geschichte. Was eine Scheiße, sag ich euch. Ich habe den Papp schon wieder auf, ey. Mal eben gemütlich zur Arbeit fahren, ja. Die sprangen gestern Abend nicht an. Also für mich war es ja morgens, aber ja, scheiße. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich noch irgendwo hin. Jetzt werde ich erst nach Hause fahren müssen und dann Auto schnappen oder das andere Motorrad. Boah, ganz große Scheiße, ehrlich. Und was ist? Ein Scheißdreck ist! Erst der Seitendeckel weg. Dann war die Batterie. Hat die sich, glaube ich, nicht richtig geladen gehabt, oder? Na gut, ich muss sagen, ich bin danach sehr zügig zur Arbeit gefahren. Das sind ungefähr 50 Kilometer. Ich glaube mal, dass die sich da noch nicht genug geladen hatte. Ich gehe mal davon aus, dass die Batterie auch nicht mehr ganz so frisch ist. Ich habe sie zwar neu gekauft. Das war eine günstige oder damals die günstigste von Amazon, die Gel-Batterie. Und ich werde mir jetzt so eine stinknormale Standard-Kack-Scheiß-Fotzen-Batterie kaufen. Was hast du gesagt gerade? So wie es die immer schon gab, für die 50, 60 Euro. Säure, Blei oder was auch immer da für ein Gift drin ist, ist mir scheißegal. Hauptsache, das Moped läuft. Weil wenn sie nämlich läuft, also wenn sie an ist, habe ich keine Probleme. Also ich kenne das ja nur, wenn der Gleichrichter kaputt ist, dass ja dann kein Strom mehr ankommt und dann geht das Motorrad dann irgendwann einfach aus. So, und das ist ja nicht der Fall. Wenn sie an ist, läuft sie. Also werde ich jetzt erstmal gemütlich nach Hause fahren. Und dann schnappe ich mir vielleicht das andere Motorrad. Ich wollte nämlich nur nach Gelsenkirchen fahren. Scheiße, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, ich bin sie jetzt 2 Wochen nicht gefahren, etwas über 2 Wochen. Und ich glaube, da die Batterie halt nicht mehr ganz so fit ist. Oh, jetzt wird's frisch. Und Leute, ah, ich bin so ein bisschen, ich muss halt gucken, weil ich nicht noch mehr verliere als nur einen Seitendeckel. Ich habe es dann noch gemerkt, weil das hier so geknallt hat, also hier an meinem Bein weg und dann hinten gegen die Koffer dran geknallt ist. Und ach, so eine große Kacke. Mann, 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 jetzt musste ich schon auf Reserve schalten und ich habe noch, weiß ich nicht, 15 Kilometer nach Hause oder so. Oh, ich glaube, ich habe schon so eine Befürchtung, dass jetzt auch noch der Sprit leer geht. Und ich will jetzt auch irgendwie nicht an der Tanke anhalten, weil ich nicht weiß, ob die dann noch anspringt wieder. Leute, ich weiß auch nicht, was hier los ist heute. Die schöne Sonne ist auch gerade verschwunden. Mist, Kacke. Ich bin von allen guten Geistern verlassen. Ah, ne, 15 Kilometer nicht. Da sind jetzt 2, 4. Ja, lass das mal 6, 7 Kilometer sein jetzt nach Hause. Und ich fahre seit 2, 3 Kilometern auf Reserve. Ich weiß nicht, wie groß der Reservebereich hier ist, ob es dafür reicht. Deswegen fahre ich jetzt auch hinter diesem langsamen Auto hinterher. Ja, irgendwie ist hier der Tag komplett fail. Wenn scheiße läuft, läuft scheiße. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Kamera vorhin alles aufgenommen hat.
Ansonsten sage ich jetzt nochmal ganz schnell guten Tacho, Leute. Und ja, dass ich auf jeden Fall... Ich komme ja jetzt von der Nachtschicht. Ich habe jetzt eine Stunde versucht, das Motorrad anzubekommen. Und ich hatte gestern Abend, als ich losfahren wollte, gesehen, die Batterie ist leer. Scheiße. Also wirklich kurz vor knapp. Hab die Seitendeckel abgemacht, eben schnell mein Schnellladegerät dran gemacht für 5 Minuten und dann sprang sie an und dann musste ich auch los. Hab die Seitendeckel nur schnell drauf gedrückt. Jo, dann ist mir hier ziemlich genau, ja jetzt ein Stück in die andere Richtung, ein Seitendeckel flöten gegangen. Von hier unten da, vom Batteriefach. Der ist weg. So, dann bin ich nochmal umgedreht. Dann bin ich das Stückchen nochmal gefahren. Und da ist schon einer drüber gefahren. Also der Deckel, der ist nicht mehr zu retten gewesen. Ja, dann bin ich da, weil ich dann ja schon sehr spät dran war, weil sie erstens nicht ansprang, gestern schon. Und weil der Seitendeckel, ich den gesucht habe, weil ich sehr spät dran bin, dann ab da Vollgas zur Arbeit gefahren. So, ungefähr 50 Kilometer oder sagen wir mal 40 Kilometer, dann halt Dampf. Und ja, da wird mir auf jeden Fall viel Sprit weggenommen haben. Ich weiß ja noch nicht genau, wie viel die zieht, aber ich bin dann so um die 170, 180 laut Tacho. Was das letztendlich sind, weiß ich nicht, aber gefahren. Und ja. Abgestellt, dann lief natürlich erstmal Ewigkeiten der Lüfter, der bleibt ja dann ja noch laufen, selbst wenn du den Zündungsschlüssel abpasst. Eben geguckt, ob der andere Deckel noch wenigstens da ist. Ja, heute Morgen dann frisch geduscht alles und wollte mich dann aufs Motorrad setzen, schön angezogen. Es gab keinen Ton von sich, also fast keinen Ton. Es war nur so ein halbes Orgeln, so ein liebloses Orgeln. Und das war dann alles. Ja. Ist alle. Scheiße, Mann, habe ich mir gedacht. Ja, versucht anzuschieben, hat nicht funktioniert. Dann kam Gott sei Dank dann noch ein Arbeitskollege, der wollte die Maschine sehen, weil ich war ja wegen dem Unfall lange nicht da. Und er hat die dann jetzt halt erstmal live gesehen. Ich so, ja, tut mir leid, die springt leider nicht an. Hat er versucht mit mir, und er ist auch schon ein alter Mann, versucht mit mir dann zusammen anzuschieben. Und hat alles nicht funktioniert. Im ersten Gang war sowieso Katastrophe, im zweiten Gang zu zweit ging gar nicht. Dann kamen dann noch ein paar andere Arbeitskollegen, die haben dann auch geholfen anschieben. Und dann ging so ein bisschen Hügel runter. Und dann wäre sie einmal fast gekommen. Auf jeden Fall hat es auch geknallt. Es gab ein paar Fehlzündungen, aber es hat wohl nicht gereicht. Das kannst du vergessen. Das haben wir dann ein paar Mal probiert, also bestimmt 40 Minuten. Also immer kamen andere Arbeitskollegen raus und ist auch klar, dass nicht jeder dann eben mal eben 40 Minuten hilft, weil alle wollen nach 8 Stunden Arbeit, nach der Nachtschicht wollen sie nach Hause und jetzt haben wir Samstag, es ist Wochenende und scheiße. Dann der letzte, der dann irgendwann rauskam, ich habe dann auch gefragt, immer wegen Überbrückungskabel und ja, keiner hatte eins dabei. Dann kam einer raus, russischer Kollege und sagte, yo, ich bin mit dem Auto von meiner Mutter und die hat ein Kabel, also nicht so geil, echt geil. Und ich hatte schon Angst, dass vielleicht der Gleichrichter kaputt ist, den ich ja auch schon neu bestellt hatte, auf Verdacht hätten. Weil dann würde die jetzt ja zum Beispiel, ich bin jetzt schon 40 Kilometer unterwegs, dann würde die jetzt auch schon lange ausgegangen sein, weil wenn kein Strom kommt und die Batterie leer ist, dann geht die Maschine auch aus. Ja, das ist ja jetzt nicht der Fall, also hat die Batterie auf jeden Fall einen weg, werde ich mir eine neue bestellen. Die sprang beim ersten Mal überbrückt sofort an, ohne Probleme. Also gehe ich mal davon aus, dass die Batterie einfach scheiße ist. Das war halt, ist so eine ganz billige von Amazon, so eine Gel-Batterie. Ich glaube, ich habe 45 Euro dafür bezahlt. Den Scheiß mache ich nicht mehr wieder. Ich nehme jetzt wieder das, was alt bewährt ist und was es bei Lewis im Polo dafür 50 Euro oder was immer noch gibt. So eine alte, ganz normale Blei-Gel-Säure-Batterie oder was auch immer da für ein Schrott drin ist. Und wenn ich mir eben alle 2-3 Jahre eine neue kaufen muss, aber so, also dann weißt du wenigstens, was du hast. Was du hast, das hasse. Und nichts mehr. Insider. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er aufnimmt. Ich habe jetzt das Motorrad gewechselt. Und Leute, ich fühle mich, als wäre ich noch nie Motorrad gefahren. Ich fühle mich so behindert. Wenn du jetzt von so einem Shopper hier raufsteigst, ach du Scheiße. Ich bin ja jetzt die letzten, ja, fast 1000 Kilometer nur mit der Shopper gefahren. Und jetzt bin ich hier auf der Wilma wieder drauf. Alter, das fühlt sich so komisch an. Was ist das denn? Ich mach den Gang rein, weißt du, fahr los, dachte, hä? Was ist das denn, ey? Das ist krass, wie unterschiedlich das ist.
Ja, und wie anders ich jetzt hier drauf auch sitze. Also, und der Lenker ist ja schon ein bisschen breiter als der Original, aber ich fühle mich hier so irgendwie in so einem Fahrstuhl drin, irgendwie so beengt. Also, wenn man jetzt direkt von der Schuppe auf die Wilma hier steigt, also, oh, da fühle ich mich ein bisschen komisch mit, ey. Also, musste ich mich erst mal wieder jetzt dran gewöhnen, muss ich schon sagen. Weil der denkt sich jetzt auch, erst kommt er mit der Schuppe, dann kommt er damit. Aber jetzt ist der Hund nicht am Bellen. Eben war der mich am Anbellen. Ja, egal, jetzt hat die Wilma auch ihren Einsatz. Also, jetzt muss ich erst mal wieder klarkommen hier auf der Wilma. Gerade auch Kurven. Also, oh, wie geschmeidig die doch fährt, ey. Also, oh, das ist schon, als wenn ich gerade ein neues Motorrad entdecken würde. Aber auch jetzt mit dem Schalten, ich fühle mich komplett behindert, ey. Ich brauche mehr Details. Oh, jetzt kommt das mit dem Bremsen. Ja, Wilma, ich muss dich öfter fahren. Naja, hier habe ich ja 6 Gänge, bei der Shop habe ich 4 Gänge. Ah, ist da komisch, ey. Also vom Sitzverhalten und so, und also fühle ich mich auf der Shopper doch echt wohler. Ich weiß, ich habe immer gesagt, boah, wenn ich nur ein Motorrad haben kann, dann muss da was Schnelles sein. Also jetzt im Moment gerade, wo ich jetzt von meinem Eisenschwein hier drauf steige, fühle ich das gar nicht so. Ey, das ist teurer geworden. Eben war super E10 als im. Egal, scheiß drauf, ich muss jetzt hier eh noch nicht tanken. Aber ich werde gleich tanken müssen, weil ich werde gleich bestimmt was schneller fahren. Obwohl, das macht jetzt auch schon wieder Spaß. Aber das ist sehr ungewohnt. Oder auch jetzt hier, ich muss schon die Arme so nach innen machen, damit ich überhaupt was sehen kann in den Rückspiegeln. Finde ich schon sehr. Naja. Also da bin ich auf der Shopper. Du sitzt halt gemütlich, du musst dich für nichts irgendwie verrenken oder so, damit du irgendwas sehen willst. Als jetzt mal so einen direkten Vergleich. Na, und schnell auf 100 ist die hier, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, also mit der Shopper, die hat auch ordentlich Bums. Das ist jetzt nur ein ganz anderes Fahren. Na, scheiße, eigentlich wäre ich schon längst in Gelsenkirchen, aber naja, so ist das halt, ne? Oh. Oh, also Bremsen ist hier natürlich geiler, muss ich schon sagen, als bei meinem alten Schinken. Ja, oh, ja, oh, jetzt haben wir Pferdereiten hier. Naja, und untertourig mag sie hier schon mal gar nicht. Die andere, die geht ja dann richtig ab wie Schmidts Katze. Boah, ich fühle mich hier wie auf so einem Fahrschulmotorrad, ehrlich gesagt. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Und zwar, ich habe ja immer gesagt, ich habe das eben kurz angesprochen, wenn ich nur ein Motorrad haben könnte, dann muss das was Schnelles sein. Jetzt bin ich ja so lange, oder ich sag mal die letzten Wochen, oh ey, ich fühle mich wie auf so Behindertenstuhl, echt, ehrlich gesagt. Ja, dass ich dann halt nur ein schnelles Gerät haben wollen würde. Jetzt, wo ich aber eine Shopper habe, sag ich mal, die groß ist und mir auch eher zugeschnitten ist und auf der ich mich relativ gut wohlfühle, klar, es gibt noch ein paar Sachen, die ich gerne machen wollen würde, ne? Kleiner Nachtrag, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg von Gelsenkirchen Richtung da und alles, was ich vorhin über meine kleine Wilma gesagt habe, muss ich wieder rufen. Ich habe wieder mega Spaß. Ah, die Wilma ist wieder heiß, sag ich nur. Ich habe nicht die richtige Kleidung an. Aber ich musste eben einfach mal im Gashahn drehen. Oh, ich muss auch schon wieder tanken. Die Wimmer bleibt schön bei mir.